Komm, scheiß auf die Experience Points. Wobei, eigentlich nicht. Aber eigentlich doch. Ah, oh, komm her. Oh, jetzt sind wir Max. Okay, wir sind Max Level. Es geht anscheinend nicht über Level 3. So, jetzt traue ich mich kaum darunter zu gehen. Muss nur dahin. Okay. Wir warten noch einmal, bis das weiße Ding hier drüben ist. Und da müssen wir rennen. Ja. Komm schnell auf. Schnell auf. Boah, so gut. Ich habe jetzt echt gedacht, ich werde jetzt einfach verrecken. Einfach so. Komm, komm, down. Jawohl. Ja, wir sind ja schon Max-Level, deswegen brauche ich auf die gelben Dinger da gar nicht einfach. Könnte es sein, dass mit Level-Ups auch unsere Range sich erhöht? Kommt mir fast so vor. Oh nein! Oh, war das... Das... Wow. War das gut, ey. So, wie sollen wir dich da besiegen? So? Ja, so ungefähr. Okay. Aber soweit doch alles noch okay. Oh, wer bist du denn? Oh mein Gott. Du hältst viel aus. Aber ich habe mich trotzdem besiegt. No. Willkommen nochmal zu einem Safe Point. Oh, da oben ist die Truhe. Truhe. Okay, was haben wir hier? Himmelsdrachen 1 Nummer 8. Zustand normal. Himmelsdrachen 8 Nummer 9. Zustand normal. Wer hätte es gedacht? Hau runter. Hau runter. Fahr halt rauf. Nummer 16 normal. Nummer 15 normal. 14 normal. Nummer 13 normal. Vielleicht ist das irgendwie wichtig. 12 normal, 11 normal, 10 normal. Truhe! Schatztruhe öffnen! Raketenwerfer! Geil! Kommt direkt. Ja, aber sie hat. Oh, verdammt. Wie viel Muni hat die denn? 18, oh, das geht ja noch. Mit 10 kommt man aus. Haben wir vorher nämlich lieber wieder die Gun. So, jetzt gehe ich erstmal hier runter. Und das sagt. Nummer 7 nochmal. Oh! Okay, Nummer 6 scheint wichtig zu sein. Das heißt, wir gehen gleich mal zu Nummer 6. Und Nummer 1 nochmal. Also Nummer 6 und Nummer 1 sind wichtig. Okay. Das kann ich mir merken. Achso, ich sollte vorher nochmal saven, damit ich nicht gleich die ganze Zeit wieder hochrennen muss und die Ruhe holen. Ja, Spiel gespeichert. Sehr gut. Okay, weiter geht. Bin ich gerade am. Ach nee. Ich muss die noch nicht austesten. Komm, Schuss, Schuss, Schuss. Und weg ist er. Und weg sind sie. Also Experience Points sind hier offensichtlich keine Mangelware. So, jetzt gehen wir erstmal zu Iron Nummer 1. Und gucken, was da so abgeht. An Iron Nummer 6 sind wir wahrscheinlich schon vorbei. So, du bist kein Gegner. Du bist ebenfalls kein Gegner. Die Waffe ist jetzt schon so mächtig. Wozu brauche ich denn noch einen Knock-Launcher? Egal. Wir werden sehen, wahrscheinlich für irgendein... Da, so. Da ist ein Nummer 1. Raketen. Juhu. So. Können wir das jetzt irgendwie... Oh, was? Wir sind drin. Cool. Was haben wir hier? ID-Karte notwendig, um das Kraftfeld abzusenken. Okay, dafür, dass das hier ein Ei ist, wächst hier aber ziemlich wenig drin. Egal, wir gucken in Nummer 6. Ich hoffe, das ist jetzt kein Selbstmord, was ich hier gerade begehe. Ja, okay, ich spiele lieber nochmal auf Sicherheit. Oh ja, die Gegner da oben, die können mich mal. Tot. Verdammt. Okay, zum Glück habe ich das vorhin mit der Schatzruhe gemacht. So, jetzt gehen wir einfach den oberen Weg zum Ei Nummer 6. Komm. Wie komme ich jetzt darauf? Ach, von da hinten geht's auch. Ja, Toki! Ra-da-da! Nein! Scheiße! Ach, Mann! Was soll das? Mann, ey! Gibt's doch gar nicht hier. Ich sag gerade nur, oh, das Spiel ist voll einfach und dann sowas. Ja, komm, vor dem bin ich hier unten geschützt. Komm, komm, aber wenigstens behalte ich meine Level Ups. Oh, das war, war das gut, ey. So, jetzt spring da hoch. Dankeschön. Jetzt muss ich warten, bis das Ding wieder da ist. So, und jetzt kann ich hier runtergehen. Dann kann ich da drauf gehen. So, springen wir ins 1 Nummer 6 rein. Und da befindet sich...
Eine ID. Oh, wer hätte es gedacht? Eine ID-Karte für den ID-Schlitz im ersten Ei. Oh mein Gott. Damit hätte ich niemals gerechnet. So, jetzt gehen wir aber wieder oben lang. Oh! Ich habe voll die Panik, wenn ich da runtergehe, ey. Ist ja schlimm hier. Aber ich finde, das ist ein relativ cooles Spiel. Muss man einfach mal so sagen. So, hier. Also ich will jetzt unbedingt mal den Rocket Launcher probieren. Okay, der macht nicht annähernd so viel Schaden wie unsere Gun. Was soll das denn? Achso, weil der auch Level hat. Na gut, dann gehe ich jetzt erstmal auf den Rocket Launcher und versuche den Level abzubekommen. Aber dafür bräuchte ich auch hin und wieder mal Munition. Boah, Multikill. Boah. MT, verdammt. Okay, und die Dinger gehen wirklich nur eine Rocket. Was soll das denn? Okay, dann müssen wir jetzt wieder mal kurz auf den Gun umschalten. Hoffen, dass wir irgendwann wieder XP bekommen. Du, ich hätte vielleicht speichern sollen. Ach, was? Mehr. Moment, kann ich. Ah, das probiere ich einfach mal. Komm. Und Raketen. Boah, Raketen. Boah. Hoffentlich bleiben die jetzt noch so lange da, bis ich die hab. So, drei Raketen. Und da kommt es nicht ran. Super. Komm. Spring dich um die Ecke. So. Jetzt den Rocket Launcher wieder ausrüsten, damit ich das Level bekomme. Jo, und damit haben wir den Rocket Launcher auf Level 3. Achso, ja, jetzt müssen wir wieder runter zum Ei. Du, Ei 1. Wuhu. Oh, mehr Raketen und ein... Ich habe eine ID-Karte. Kraftfeld absenken. Juhu. Und jetzt gehen wir noch links und dann springen wir hier drauf und dann... Was? Ich frage mich echt noch, wie ich diese Dinger da bezeichnen soll. Die werden ja wahrscheinlich noch öfter in den Spiel vorkommen. Raketen! Oh, ich schieße mit einer... Nee, mit einem mal drei Raketen ab. Na, das ist ja effizient. Ah, nee, doch nicht. Okay. Okay, wir kriegen ganz viele Herzen. An die Rakete komme ich nicht ran. Ups, das war sinnvoll. Wow. Wow. Oh, da ist der... Naja, jetzt habe ich natürlich keine Raketen. Komm her. Niemand darf die kostbaren Eier meines Meisters berühren. Ach doch, ich? Oh Gott, er kann springen. Uah, verdammt. Aber es... Runde gar nicht so schwer, wie ich jetzt gedacht habe. Da. 44 Schaden. Oh yeah. Da. Ui, komm her. Da. Oh. Verdammt. Er hat viel KP. Aber ich. Oh, ui. Komm her. Und down. Da geht er down. Da ist er down. Und er wird dann. Na. Da ist er down. Ja. Entschuldigung, das habt ihr jetzt nicht verstanden, aber ich werde jetzt auch nicht erklären, warum ich gelacht habe. Wir gehen erstmal zum Safe Room. Das geht nicht auf. Mann! Ich will den Boss nicht nochmal machen müssen. Ei Nummer 0. Hey, oh, war das. Ach ja, das war der krasse. Wow, hey, ich lebe noch! Dieses Mal. Mache ich die... was? Huch! Ich wurde von diesem Monster zu Brei geschlagen. Hast du mich gerettet? Bescheiden oder prahlerisch sein? Ach komm. Ups, nein. Wie auch immer. Huch. Jetzt habe ich das falsch genommen. Egal. Dieses Ei könnte unser Ticket von dieser Insel... Wie? Was? Wie ist das zu verstehen? Hä? Klär mich auf! Du hast ein Passwort, um dieses Ei auszubringen. Verdammt! Wenn mein Bruder hier wäre, könnte die Dinge richten. In Ordnung, es sieht so aus, als könnte ich hier nichts mehr machen. Ich habe doch eine ID-Karte, vielleicht steht da was drauf. Bist du von hier? Siehst du aus? Naja, ich bin einfach irgendwo mitten in einer Höhle gespawnt. Mehr weiß ich gar nicht über mich, aber ist ja egal. Ja, komm. Hast du dich verlaufen? Ja, das ist in Ordnung, kannst du mir... mit mir kommen, wenn wir zusammen von diesem Kaff abhauen, im Gegenteil. Okay. Wir gucken jetzt erstmal auf den Computer. Wir haben ein Nummer 00, Vorbereitung zum Schlüpfen abgeschlossen. Passwort eingeben. Okay.